Seid gegrüßt da draußen an den Bildempfängern. Hier ist Gamers.de TV mit einer neuen Folge. Wir sind unserer Zeit mal wieder voraus und riskieren einen Blick auf Dark Void, dessen Release für die 360, PS3 und den PC auf den 22. Januar 2010 datiert wurde. Ja, mehr noch, unser Chefredakteur Manuel Bauer konnte den Titel bereits ausgiebig anspielen und verrät in seinem Hands-on-Artikel, auf was wir uns da freuen dürfen. Die Geschichte beginnt in den 30ern. Pilot Will stürzt mit seiner Crew im Bermuda-Dreieck ab und landet in einer Paralleldimension der namensgebenden Void, welche sich in der Gewalt von Aliens befindet. Und wie das Leben ebenso spielt, treibt sich auch der bekannte und mysteriöse Wissenschaftler Nikola Tesla im Void herum. Das hat mehrere Auswirkungen. Zum einen ist die Grafik an Teslas Ideen angelehnt und zum anderen gibt Tesla unserem Helden auch gleich noch ein funktionsstarkes Chatpack mit auf den Weg. Man weiß ja nie. Will ist jedenfalls ein dankbarer Abnehmer und setzt das Geschenk auch gleich im Kampf gegen die Aliens ein. Wie, ihr findet die Story Banane? Wir sind jetzt auch nicht so begeistert, aber da stehen wir offensichtlich alleine da. Immerhin hat sich Brad Pitts Filmfirma Plan B der Sache angenommen und will den Stoff verfilmen. Übrigens hat man sich nicht nur bei der Geschichte fleißig inspirieren lassen. Auch das Spieldesign erinnert nicht zufällig an erfolgreiche Vorlagen wie Star Wars, Halo und Stargate. Die Entwickler gehen mit der Inspirationsverwurstung auch ziemlich offensiv um. Schließlich wolle Dark Void das Rad auch nicht neu erfinden, sondern bewährte Themen neu kombinieren und dadurch frischen Wind ins Genre bringen. So Producer Morgan Gray. Zumindest bei der Spielmechanik scheint dieses Vorhaben jedenfalls zu greifen. Während wir das Spiel im klassischen Third-Person-Shooter-Gewand starten und dabei auf die herkömmlichen Waffen und das gewohnte Deckungssystem zurückgreifen, entwickelt sich der Titel zunehmend zu einer explosiven Mischung aus klassischem Shooter und extrem temporeichem Air-Combat. Hinzu kommt eine echte Premiere, welche Capcom auf den Namen Vertical Combat getauft hat. Dabei können wir in vielen Situationen die Perspektive von der Horizontalen in die Vertikale verlagern, indem wir den Blick nach oben oder unten gerichtet Plattformen erklimmen bzw. hinabsteigen. Anfangs noch ungewohnt entwickelt sich diese Funktion bald als echter Gewinn für das Gameplay. Weniger intuitiv ist dafür der Umgang mit dem Jetpack. Bleiben uns anfangs nur größere Sprünge und Schwebemanöver, spielt sich dieser Part bald mehr wie eine Flugsimulation. Ob diese Genrekreuzung aber viele Freunde bei den Spielern finden wird? Dafür funktioniert die Spielmechanik jedenfalls sehr gut. Mit etwas Übung geht die Fliegerei gut von der Hand und eröffnet auch in den Bodengefechten völlig neue Möglichkeiten. Besonders spannend wird es, wenn wir feindliche Raumschiffe entern und sabotieren müssen. Über recht originelle und vielseitig gestaltete Quicktime-Events können wir die Herrschaft über kleine Flieger erlangen, uns aber auch den Weg durch die gewaltigen Flugobjekte bahnen. Im Laufe des Spiels rüsten wir unsere Waffen durch das Einsammeln verschiedener Items auf, welche von den verblichenen Gegnern freundlicherweise hinterlassen werden. Ein notwendiges Unterfangen, zumal die Gegner stetig stärker und zäher werden. Grafisch wirkt alles sehr solide und schick, wenn auch nicht überragend. Insgesamt erinnert Dark Void an ein großes Experiment mit Mut zum Risiko. Ob die Verquickung der Spielmechaniken aber beim Käufer Anklang findet, bleibt ebenso offen wie die Frage nach dem Spielumfang. Die werden wir erst im finalen Test beurteilen können, aber Multiplayer-Fans müssen wir leider jetzt schon enttäuschen. Dark Void wird nämlich als reiner Offline-Shooter um die Gunst der Spieler buhlen. Das war's auch schon wieder. Naja, nicht ganz. Schließlich haben wir dann noch den wesentlich ausführlicheren Artikel auf den Seiten von Gamers.de. Und der hat es diesmal in sich. Unser Manuel Bauer hat sich die Gelegenheit nämlich nicht nehmen lassen und gleich noch ein Interview mit dem Producer Morgan Gray geführt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst mir die Hände vom Glühwein und lasst die Dattelkisten glühen. Gehabt euch wohl und viel Spaß beim Zocken.
Thank you.